So, hallo Leute, hier sind wir jetzt beim zweiten Teil und willkommen zurück bei Old Kids. Wie versprochen, wir kommen jetzt zu den Fahrzeugen und noch immer bei Playmobil. Hier in dem Fall stelle ich euch jetzt einmal vor den Ecto 1 aus dem ersten Teil. Wurde vom Playmobil 2017 herausgebracht, eben mit den beiden Figuren Winston Zeddemore und Janelle Monáe oder Melnitz, Entschuldigung. Habe ich mich dann beim ersten Video dann einfach vertan. Ja, was soll man dazu sagen in der Hinsicht? Der Maßstab ist keiner gegeben eben bei Playmobil. Es ist so originalgetreu gehalten, wie es natürlich geht, eben für Playmobil Standards. Bei den Figuren sind dabei Protonenpack, PKI-Meter, genauso auch wie bei der Janine. Und natürlich eben der Protonenstrahl. Aber kommen wir eher näher auf das Auto eben zu sprechen. Gehen wir das einmal weg, damit wir mehr Bewegungsraum haben. Der Ektor 1 selbst eben war eine Vorlage eben vom Cadillac Miller Meteor Ambulance. Ist im ersten Teil zu sehen, eben schwarz lackiert, wie er das erste Mal anfährt. Und dann natürlich eben, wenn er komplett fertiggestellt ist, wie hier im Weiß. Ja, schauen wir uns das mal näher an. Figuren lassen sich bei dem hier innen einsetzen, von oben. Platz ist für den Protonenpacks, Platz für die Figuren selbst. So, setzen wir es wieder auf. So, dann haben wir hier noch natürlich eine Klappe auch zum Öffnen, damit man eben die Protonenpacks auch von hinten eben einordnen kann, wenn man mag. Beziehungsweise ist hier auch der Platz eben für die Falle gegeben. Gut. Ja, jetzt würde man sagen, okay, schönes Spielzeug, nur zum Ansehen. Aber da irrt man sich eben. Es hat mich sehr gefreut, eben, wie ich herausgefunden habe, dass der Ektor 1 das kann. Ja, Sound geht dann eben dann noch raus. Lampen bleiben noch eine längere Zeit eben an. Und wie ich euch im ersten Teil des Videos gesagt habe, eben zum Gebäude, ist es dazu gedacht, eben den Ektor 1 da drin zu parken. Das zeige ich euch jetzt einmal. Man kann ihn direkt hier in die Parkgarage einsetzen. Schön eben zum Spielen. So, tja, das mag es jetzt sein, aber es gab ja noch einen zweiten Ektor 1. Den werde ich euch nicht vorenthalten. Und zwar der aus dem zweiten Teil. Inklusive ist noch in der Verpackung dabei vier Figuren. Da ist ein bisschen mehr an der Ausstattung. Hier haben wir mal Winston Zeddemore mit der Schleimkanone. Dann das ist dann Ray Stantz. Dann haben wir noch Peter Venkman. Und zu guter Letzt haben wir dann noch hier Eden Spengler. Dazu beiliegend gibt es dann noch eben eine Falle. Wie im ersten Modell eben auch ist dasselbe, dass man die Figuren von oben hier reinsetzen kann. Ich zeige es jetzt nicht nochmal, das ist genau dasselbe im Prinzip. Ich finde es schön im Detail eben, dass wir da oben auch den Ghostbuster-Aufschrift eben haben, dass sie wieder da sind. Und natürlich auch das Logo mit der 2. Und auch in dem Fall ist es auch hier eben schön, dass dies auch mit einem Sound und mit Lichtern eben versehen worden ist. Also Playmobil hat sich da wirklich sehr viel gedacht und hat sich auch daran gehalten eben. Also für Playmobil Standards wirklich ein schönes Spielzeug, kann aber natürlich auch im Schaukasten platziert werden, genauso wie der erste. Und schaut wirklich sehr schön aus. Gut, was wir noch da haben ist, wir werden jetzt einmal da mal kurz Platz machen. Hoppla. So.
So. Ja, dieses Mal kommen wir noch zu Lego. Lego hat das natürlich auch herausgebracht, natürlich vor Playmobil. So, damit das schön gerade ist. Lego war nur 3 Jahre vorher dran, also 2014, und hat eine eigene Edition herausgebracht, eben für Ghostbusters. Beiliegend war eben bei dem gesamten Bausatz eben dann die 4 Figuren, plus einen Aufstellständer eben, wenn man es in die Vitrine aufstellen möchte eben. Also es ist wirklich was für Sammler, dem es gefällt. Hoppala, da habe ich gerade gemerkt, dass sich das gelöst hat. Das gehört hierher. Ja, also es ist wirklich für Playmobil, ja genau, für Lego Standards eben. Eigentlich ein schönes Modell bzw. ein schöner Bausatz. Türen lassen sich bei dem Modell, also bei dem Bausatz eben von dem Act 1 nicht öffnen. Das ist wirklich, dass die Figuren nur außerhalb sind eben. Haben aber auch keinen Platz drinnen, dass man sie einsetzen könnte. Also ich habe schon mal probiert, vielleicht höchstens eine Figur, die man reinkriegt. Aber dann wird es ein bisschen schwer, eben das Ganze zuzumachen. Ja, gut. Dabei sind natürlich eben bei den Figuren die 4 Protagonisten eben, dann mit den Protonenpacks. In dem Fall leider kein PKM-Meter, aber eben Walkie-Talkies und eine kleine Geisterfalle. Gut, dann gehen wir noch einmal zu einem nächsten über. Das war ja noch nicht alles. So. Diesmal ist es eher eines meiner Prunkstücke, auf die ich sehr stolz bin, weil das war nämlich mein erster Ecto 1, den ich hatte. Von der Firma Hot Wheels, genauer gesagt Hot Wheels Elite aus dem Jahre 2011. Wirklich schön detailgetreu gemacht, eben wie nach dem Film. Einmal einen Rundumblick. Das Modell selber lässt sich funktionsmäßig komplett öffnen. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Motorhaube, wo der Motor auch eben drin schön zum Sehen ist, eben mit allen Zylinderkappen und allen. Dann die Türen lassen sich auch öffnen. So, ich werde es jetzt auf der einen Seite machen. Und auch die Lenksäule selbst, zeigen wir das eher von der Seite, ist auch verbunden mit dem Lenkrad. Drinnen noch im Innenraum, ich hoffe, man kann es halbwegs gut sehen, sieht man die gesamte Elektronik, die die Ghostbuster eben mitgeführt haben. Genau wird das im Film nicht erklärt, für was sie alles jetzt eben verwendet haben, aber rein zu Dekorationszwecken, sage ich mal, war es nicht schlecht zum Sehen. Im hinteren Kofferraumbereich haben wir dann da noch, ich versuche es jetzt vorsichtig auszudrücken, zum Verstauen der Protonpacks eben. So, und ansonsten, ja, ist eigentlich nicht viel zu sagen zu dem Modell. Es ist aus Vollmetall auf jeden Fall, nicht wie bei Playmobil aus Plastik. Also wirklich schön ausgearbeitet eben. Ja. Jetzt habe ich eigentlich nur noch einen im Petto, der in meiner persönlichen Sammlung dabei ist. So, wie es auch eben bei Zurück in die Zukunft und bei Knight Rider war bei unseren Videos, einer von der Firma Yada Toys. Kleineres eher, das ist wirklich in dem Fall wirklich nur ein Spielzeug. Einzige Funktionsweise, die es auf jeden Fall hat, ist eben, dass die Türen aufgehen, wenn man da richtig schön rankommt. So. Aber auch nur die Fronttüren. Ja, ansonsten ist es lieb, für ein Kind eben auf jeden Fall zum Spielen, um ihn näher zu bringen, was wir eben als Jüngere eben erlebt haben. Ja, ansonsten, das war es eigentlich dann schon wieder. Also das Thema Ghostbusters, soweit alles, was sich in meiner Sammlung jetzt befindet. Und wir werden euch natürlich ab jeden Donnerstag mit einem neuen Video eben überraschen und präsentieren euch dann etwas Neues aus unserer Sammlung. Ja. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst uns auf jeden Fall einen Kommentar oder ein Like.
und wünsche euch dann viel Spaß bei den nächsten Videos zum Schauen, und ihr könnt euch gerne auch die restlichen, also die vorherigen Videos, die wir gemacht haben, auch ansehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch, ja, viel Spaß beim Schauen. Ciao!